Oft reicht ein Klick aus und du hast etwas auf einem sozialen Netzwerk gepostet. Ein Share-Button befindet sich nun auch auf dem sogenannten DualShock-Controller der neuen PlayStation 4 von Sony. Ein Tastendruck und schon können deine Freunde deine Spielerfolge live als Video oder Bild bewundern. Die PlayStation 4 kommt mit vielen neuen Features an den Start. Sony hat hohe Erwartungen an seine neueste Spielkonsole. Wir erhoffen uns natürlich deutliche Impulse von der Einführung der neuen Konsolengeneration insgesamt. Und hoffen natürlich, dass die PlayStation 4 ein großes Stück dieses Marktes entsprechend ausmachen wird. Beim Blick auf den Controller der PS4 findest du gewohnte Buttons wieder. Neu ist das rechteckige Touchpad mit einer geriffelten Oberfläche. Es lässt sich herunterdrücken wie eine Maustaste und soll dir bei der Steuerung komplexer Spiele helfen. Zudem ist es möglich, mit dem Touchpad zu gestikulieren und zu zeichnen. Für ein besseres Sounderlebnis wurde ein Monolautsprecher am Controller verbaut. Nicht weit davon entfernt findest du einen Anschluss für deinen Kopfhörer. Anhand einer Leuchtleiste mit Farb-LEDs können Spieler besser zugeordnet werden. Während du in einer Spielsession bist, kannst du dich mit anderen Zockern per Videochat austauschen. Du entscheidest, ob dein Livestream öffentlich zugänglich ist oder nur für deine Freunde freigegeben ist. Sollte jemand in deine aktive Spielsession einsteigen wollen, geht das ohne Probleme, sofern er das gleiche Spiel besitzt. Mit einer umfangreichen Auswahl an Spielen werden Zocker der PS4 bereits dieses Jahr gut versorgt. Sicher bestätigt sind zahlreiche Spiele wie das Action-Abenteuer Assassin's Creed 4 Black Flag, Call of Duty Ghosts oder Battlefield 4. Deine älteren Spiele, der Vorgänger PS3 und Co., kannst du auf der PS4 leider nicht mehr spielen. Aber es gibt einen Lichtblick. Angeblich plant Sony 2014 einen Cloud-Gaming-Dienst zu starten. Wir haben ein sehr attraktives Angebot für die Verbraucher. Wir haben einen sehr attraktiven Preispunkt mit 399 Euro. Wir haben die, wie wir finden, leistungsfähigste Konsole im Markt und das breiteste Spieleangebot. Und dieses Mix hebt uns deutlich vom Wettbewerb ab. Ein Zusatz zur PS4 ist die sogenannte iCamera. Sie wird allerdings nicht im Paket mit der Konsole geliefert. Mit der Konsole verbunden soll sie dir ermöglichen, dass du dich per Gesichtserkennung anmelden und Spiele per Sprachkommando starten kannst. Inwieweit die iCamera noch eingebunden wird und wie gut die neuen Funktionen der PS4 im Praxistest abschneiden, werden wir nach dem Verkaufsstart in Deutschland erfahren.